Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 25.07.2019. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt eintragen unten rechts im Item Shop, sofort UGLAV, dann auf Annehmen drücken. Ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Ja, Mika ist noch da. Jetzt ist dieses Equilibrium-Set zurück, Krypto. Mit diesem geilen Backpack. Animierte Lackierung, Quadrate. Die müsste neu sein. Ansonsten alles schon mal da gewesen. Also Quadrate, das heutige neue Item. Dann fangen wir mal auf der linken Seite an. So, mit der Mika für 1200 V-Bucks. Ja, hatten wir ja gestern bereits drin gehabt. Meine Bewertung dafür habe ich abgegeben. Aber gestern gab es noch keine Noten für Mika. Jo, die schauen wir uns jetzt mal an, was da aktuell am Start ist. Und da haben wir derzeit ein Voting von 2,45 von 5 bei 11 Votes. 4 Reminders bis jetzt. So, dann haben wir den Krypto. Ja, was ich halt mega geil finde, ist eben dieses richtig kranke Holo-Wirbelsäulen-Backpack. Das Ding ist für mich eigentlich, das wäre der Grund, warum ich mir das Teil holen würde. Weil das ist wirklich geil. Dieses Backpack ist cool. Das Backpack kriegt von mir 10 von 10. Und der Krypto an sich kriegt von mir 8 von 10. So, da haben wir ein Voting von 3,19 von 5 bei 26 Votes am 10. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 41 Reminders. Jo, da haben wir diese Enigma-Lackierung. Es sind halt wieder Farben, die jetzt nicht so persönlich mein Ding sind. Könnte aber schon verstehen, wenn der ein oder andere von euch sagt, er findet das cool. Weil trotz der hässlichen Farben sieht es gar nicht so schlecht aus. Kriegt von mir 6 von 10. Dann hat hier ein Voting von 4,5 von 5 bei 22 Votes. 10. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. Viermal seitdem 41. Wir meinen das letzte Mal im Shop vor 42 Tagen. Jo, dann kommen wir zu der Lace. Und die ist einfach nur pottenhässlich. Da dieser Drache da drauf mit der Endlos-8. Die mit dieser Lebensacht, die ist eigentlich, dieser Drache ist eigentlich ganz cool. Da hinten das Backpack finde ich auch crazy. Und ihr wisst, ich stehe auf solche Sachen. Aber die Lace an sich ist buah. Und Lace kriegt von mir gerade mal 5 von 10. Lace hat hier ein Voting von 3,51 von 5 bei 79 Votes. Das erste Mal im Shop am 13. Januar 2019. Siebenmal seitdem 109 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 51 Tagen am 4. Juni. So, dann haben wir hier den Paradox. Auch nicht so geil, das Teil. Kriegt von mir 6 von 10. Und hat hier ein Voting von 2,92 von 5 bei 62 Votes am 13. Januar 2019. Das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem 18 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 51 Tagen. So, dann haben wir diese Allsichthacke. Für 800 V-Bucks das Teil. Gucken wir mal hier drauf. Jo, und die Allsichthacke, ich finde sie nicht so toll. Kriegt von mir 6 von 10. Ist die Vision. Und Vision hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 64 Votes. 6 Mal im Shop gewesen. 263 Reminders. Auch sitzt man im Shop vor 51 Tagen. Equilibrium. Jo. Ist ein etwas anderer Standardgleiter. Kriegt von mir 6 von 10.
Hat hier ein Voting von 3,13 von 5 bei 23 Votes. 7 Mal im Shop gewesen, 5 Reminders. Oh, sind wir hier schon durch. Dann geht's hier mal einmal ringsherum. Fangen wir an mit aber auch Siege für 500 V-Bucks. Und der Teil kriegt von mir 7 von 10. Saver the W hat hier ein Voting von 5 von 5 bei 4 Votes. Am 25. Juni 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Einmal 3 Reminders. Das Hüpflama. Ja. Ein Fortbewegungs-Emote. Ziemlich crazy das Teil. Kriegt von mir 7. Nee. Kriegt von mir 8 von 10. Der Bouncer. Hört ihr ein Voting von 3,38 von 5 bei 21 Votes. Am 22. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 26 Reminders. Dann sind wir beim Birdie. Birdie. Der Golfer-Skin. Ah, sieht ja nicht so schlecht aus, Birdie. Birdie kriegt von mir 5 von 10. Ist halt jetzt nicht so meins, aber ist okay. 3,45 von 5 bei 29 Votes am 14. April 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem, 25 Reminders, letztes Mal im Shop vor 27 Tagen am 28. Juni. Jo, Arctic Assassinin. Arctic Assassinin. Hammer, geiles Teil. Und Arctic Assassinin kriegt von mir 8 von 10. Für 1200 V-Bucks hat hier ein Voting von 4,26 von 5 bei 69 Votes am 19. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. 36 Mal seitdem. 99 Reminders das letzte Mal im Shop vor 26 Tagen am 29. Juni 2019. Der Golfschläger, der Birdie. Für 500 V-Bucks. 6 von 10. Hat hier ein Voting von 3,91 von 5 bei 11 Votes. 14. April 2019 ist das erstmal drin gewesen. Viermal seitdem 16 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 27 Tagen. Ja, und dann kommen wir zu der neuen Lackierung. Das ist hier Quadrate. Oh. Oh, das ist geil. Das ist geil. Das gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Ui. Oh, der Effekt ist cool. Oh, der Effekt ist geil. Und das sieht halt jetzt wirklich mal auf allen Waffen geil aus, weil sie es einmal von vorne bis hinten komplett durchzieht, ne? Oh, das ist fett, das Teil. Ui. Sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Das sind beim Katerhaus. Geil, 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 geil. Ja, Quadrate kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10. Hat hier bis jetzt allerdings noch kein Voting, aber schon 4 Reminders. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.